Seid ihr in Yu-Gi-Oh! Schon mal so richtig hops genommen worden? Nu? No? Okay. Und heute sprechen wir über Karten, die einen so richtig hops nehmen. Wo es manchmal sogar Sachen gibt, die man vorher sagt und dann denkt so, oh scheiße, das habe ich vergessen, dass so eine Karte existiert und passiert mir das gerade wirklich? Und genau darum geht's heute. Und ich werde euch mal einfach eine Situation beschreiben. Ihr aktiviert eine Karte. Zum Beispiel Reinforcement of the Army. Die sagt, nimm dir ein Kriegermonster von deinem Deck auf die Hand. Und ein Gegner, nachdem du die Karte aus dem Deck auf die Hand genommen hast, on Resolve. Und in deinem Kopf, oh mein Gott, er hat Droll, oh mein Gott, er hat den Droll, er hat den Droll. Und dann wirft er aus seiner Hand Droll and Lockbird auf den Friedhof. Und du denkst dir, yep, den hätte ich kommen sehen können, hätte das vielleicht anders geplayt, dann wäre das nicht so ausgegangen. Droll und Lockbird, für alle, die es nicht wissen, hat die Fähigkeit, wenn du dir eine Karte in deine Hand hinzufügst, kann der Gegner eine Karte abwerfen und für den Rest dieses Spielzuges können keine Karten vom Main Deck der Hand hinzugefügt werden. Weder durchziehen noch durchsuchen. Das ist eine Karte, die nimmt dich aber richtig hops. Bei Yu-Gi-Oh! Werden Sucheffekte, Zieheffekte immer prominenter, weil wir die Konstanz im Deck natürlich hochhalten. Und wenn wir halt genau das nicht mehr machen können, ist das kritisch. Es gibt Decks, wo Droll mal hin und wieder ganz gut ist oder nicht so gut ist. Aber aktuell ist wieder der Punkt erreicht, wo Droll Lockbird einfach eine Karte ist, die euch richtig hops nehmen kann. Gerade wenn ihr vielleicht so ein Rogue-Deck seid, was wirklich mal so 3-4 Searches braucht, damit es halt wirklich gut spielen kann, als aber nicht viel mehr macht. Aber ihr braucht diese 3 Searches, damit ihr halt irgendwie spielen könnt und dann könnt ihr das nicht mehr machen. Das ist schon ein bisschen... Autsch! Mit der nächsten Karte gibt es auch wieder ein kleines Szenario für euch. Ihr spielt komplett euer Board auf und sagt, zack, 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 ich hole die ganzen Monster drauf und dachte, ich habe ein geiles Board aufgebaut mit wirklich krassen Monstern. Der Gegner geht in die Draw-Phase. Zieht seine Karte und fragt dich in seiner Drawphase, was für Attribute und Typen deine Monster auf dem Feld haben. Und jetzt denkt ihr euch, Dark, Dark. Und dann, okay, Super Poli. Ich glaube, das ist jedem von euch schon mal passiert. Wo wir dann gecheckt haben, oh mein Gott, ich habe komplett in diese Karte reingespielt, denn ich habe genau die Monster auf dem Feld, die er wegfusionieren kann. Für Star und Fusion Dragon, 2 Dark Monster oder ein Dark und ein Fusion Monster. Oder ich habe 2 Monster mit demselben Typen und selben Eigenschaft im Feld und da kommt dann Garura. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehabt. Und ihr fühlt euch dann so richtig hops genommen. Aber wirklich so richtig. Weil ihr denkt so, ja, ich hätte es vielleicht anders spielen können, dann wäre das nicht passiert. Oder, oh mein Gott, er muss ja halt genau diese eine Karte ziehen, weil jemand Ball hops nimmt. Ja. Ist schon richtig krass. Für alle, die Super Poli nicht kennen, die sagt einfach nur, wirf eine Karte aus der Hand auf den Friedhof als Kosten, fusioniere Monster auf dem Spielfeld. Das heißt, er kann auch mit deinem Monster fusionieren. Und der hat einen tollen Satz ganz am Ende, wo steht, ein Gegner kann auf die Aktivierung dieser Karte nicht reagieren. Das macht Super Poli zu einer der dümmsten Karten, die euch hops nehmen kann, denn ihr könnt halt nicht drauf reagieren. Das ist halt so ein bisschen kritisch. Und deshalb ist sie auch schon lange so, oh mein Gott, Super Poli, wollen wir den zurückhaben? Denn Super Poli wissen viele nicht mehr, aber die war super lange auf der Banlist. Meiner Meinung nach auch zu Recht. Es gibt so Karten im Game, wo ich mich mal frage, so, warum sind die wieder da? Weil Super Poli, coole Karte, wenn ihr selber spielt. Wenn euer Gegner die spielt, denkt ihr euch so, ja, cool, danke, dann habe ich halt jetzt nicht mehr gespielt. Ist halt eine Karte, die euch wirklich so richtig, richtig böse aufsehen kann. Falls euch so eine Art von Video gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich euch sowas nochmal zeigen kann. Denn ich finde es eigentlich ganz cool, mal über Karten zu sprechen, die euch wirklich so richtig hops nehmen können. Dass ihr vielleicht ein bisschen mehr darüber nachdenkt, wie ihr spielt, falls diese Karten im Format vorhanden sind. Deswegen ist so ein Video immer ganz spannend dafür. Aber machen wir weiter mit der nächsten Karte. Und das ist ein sehr spannendes Thema. Denn wenn euer Gegner eine gesetzte Karte habt und den Zug an euch abgibt und ihr denkt, ja, warum liegt denn da so ein random Monster rum? Das ist doch ein Gigantic, der macht doch gar nichts. Und dann stellt ihr in eurer Drawphase fest, wenn euer Gegner euch fragt in eurer Drawphase, ob ihr irgendeinen Effekt aktivieren möchtet und ihr sagt so, nee, möchte ich nicht, dreht eine Karte um, legt den Gigantic, der übrigens geboostet ist, ganz wichtig, auf den Friedhof und sagt, Eradicator, call spells. Und ihr denkt euch, ah, deshalb das random Monster. Ihr braucht die Aktivierungsbedingungen, ein Monster, was halt ein bisschen stärker ist. Und für die Eradicator nicht kennen, Eradicator sagt einfach nur, ihr könnt ein Monster mit 2500 oder mehr Dark Monster tributieren und könnt dann Traps oder Spells callen
Und der Gegner muss alle dieser Kartentypen auf den Friedhof legen. Für die nächsten drei Runden, die Karte, die der Gegner zieht, wird vorgezeigt, wenn es einer von diesen Kartentypen ist, auf den Friedhof. Die nehmt euch aber richtig hops. Aber so richtig. Mehr kann ich dieser Karte nicht sagen. Das ist eine Karte, die sagt so, jupp, gefistet. Der nächste Hopsnehmer ist, ich glaube, eins der klassischsten Dinge, was man so machen kann. Mittlerweile, weil die Karte gibt es auch schon seit 2017, jetzt mittlerweile, glaube ich, also auch eine ganze Weile. Wenn euer Gegner in seine Drawface geht, er zieht die Karte, sagt Drawface, Standby-Face, also, ja, okay, Main-Face, das, ja, ja, und dann Battle-Face, und dann so, nee, oder? Das, ja, okay, Battle-Face, okay. End of Battle Phase. Und denkst du, oh, komm, nicht schon wieder, Junge. Ich habe einmal kein Spell Trap Trigger auf dem Feld und schon evenly matched. Genau. Wenn ihr kein Spell Trap Trigger liegen habt und ihr geht first und der Gegner zieht die Karte, hops genommen. Und zwar richtig. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich ein Board aufgebaut habe, wo ich dachte, so, okay, gegen das Next ist richtig gut. Und dann hat er Go Second evenly gezogen und ich habe kein Spell Trap Trigger auf dem Feld gehabt. Und das hat mich dann so richtig hops genommen. Das ist mir in Sprite so oft passiert. Deshalb, egal gegen was ich spiele, also wenn ich Post-Side First gehe, liegt bei mir immer eine Carrot auf dem Feld, damit ich nicht an Evenly verliere. Immer. Und dann haben wir die nächste Karte, die dann so richtig hops nimmt. Und das ist, wenn dieser tolle Satz fällt, Draw-Face. Okay. Standby-Face. Main-Face. Nee. Ich möchte gerne den Standby-Face aktivieren. Was möchte ich aktivieren? Shifter? Dimension Shifter. Ein Lingering Floodgate, was alle Karten, die auf den Friedhof gehen würden, verbannt für diese und für die nächste Runde. Hops genommen. Das ist einfach so eine dumme Karte. Können wir darüber reden, wie dumm diese Karte einfach ist. Dass er einfach sagen kann, nö, alles verbannt und das in deine Runde, wenn du anfängst. Oh mein Gott, wie dumm. Ach, das ist so eine dumme Karte. Also das ist halt so ein richtiger Hopsnehmer. Und die letzte Karte, die ich mal erwähnen möchte, weil mich die wirklich letztens selber richtig hops genommen hat, weil ich nicht gecheckt habe, was da so abgeht. Mein Gegner hat Heroes gespielt. Heroes, cooles Deck, macht so ein bisschen Stuff. Dann sehe ich, okay, der spielt halt Neos in dem Deck. Das normale Monster, das hier. So, ja, komische Variante, irgend so eine Rogue-Variante. Dann geht er auf den Höllenwut. Und addet sich eine Fallenkarte. Die hier. Die kann in der gegnerischen Runde Fusions beschwören. Denke mir so, ja, okay, cool, ne? Kann halt in meiner Runde Fusions beschwören. Setzt eine Karte, hat einen Neos im Grave und noch so drei andere Monster. Dann gehe ich in meine Runde normal beschwören Monster, dann mit dem Ignition-Effekt, den ich schon nicht aktivieren kann. Er flippt die Fallenkarte um. Denke mir so, okay, was für ein Fusion-Monster kommt jetzt? Und dann holt er das Ding hier. Das Ding hier. Für alle, die nicht wissen, was das Ding kann, das ist basically der hier, nur als Fusion. Ich kann dazu auch nichts sagen, ich weiß nicht mehr, warum Heroes überhaupt so eine Karte besitzen. Ich wusste es auf einmal nicht, dass Heroes überhaupt sowas bauen kann und damit der neuen Karte, die Fallenkarte suchen kann, könnte das in der gegnerischen Runde machen. Wer hat gedacht, dass das eine gute Idee ist? Bitte, wer hat jetzt gedacht, jetzt kann Hero dich Calamity locken? Und du kannst keine Monster-Effekte mehr für den Rest der Runde aktivieren. Ey, wie dumm ist das denn bitte? Warum ist das so? Warum? Warum geht das? Und ich meine, Dark Lord Plasma wäre schon ekelhaft. Aber dann können die auch Dark Lord Plasma und das Ding noch machen. Why? Warum hat man aus so einem coolen Deck dann so ein toxisches Deck gemacht, nur weil man diese eine Karte gemacht hat, die irgendwas verbieten kann? Also das erschließt sich mir halt null. Werde ich, glaube ich, aber nicht verstehen. Und wenn ihr mehr wissen wollt zu Karten, die dann so richtig hops nehmen, habe ich einmal Spaß in Yu-Gi-Oh! Bewertet, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß damit, bis dann noch rein, ciao Leute.